Kurz nach dem Abschluss der diesjährigen Hannover Messe bereiten sich viele Aussteller bereits auf die nächste Veranstaltung vor, die EMO Hannover 2013, die Weltleitmesse der Metallbearbeitung. Wir haben stellvertretend für die Aussteller einige Stimmen eingefangen. Martin Kuhnen ist Executive Vice President Sales General Industries der KUKA Roboter GmbH. Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Beteiligung an der EMO Hannover 2013? Die EMO ist für uns eine ganz besondere, wichtige Messe. Wir werden zum ersten Mal mit einem eigenen Stand vertreten sein auf dieser Werkzeugmaschinenfachmesse. Und wir werden Endkunden versuchen anzusprechen. Der Automatisierungsgrad in der Werkzeugmaschinenwelt ist bekanntlich noch sehr gering. Den gilt es zu steigern. Und dazu müssen wir unseren Beitrag leisten und die Endkunden aktiv ansprechen und auf das Thema Automatisierung aufmerksam machen. Welche Erwartungen stellen Sie an die diesjährige EMO? Die Hannover ist eine allgemeine Industrieleitmesse. Hier kann man Trends zeigen und entsprechend Messages in den Markt bringen. Auf der EMO sind es mehr konkrete Projekte, die Kunden, die Besucher mitbringen, um ihr Kaufinteresse zum Ausdruck zu bringen. Von daher wird es dort, denke ich, wesentlich konkreter werden. Wen wollen Sie auf der EMO hauptsächlich erreichen? KUKA hat sich als Ziel gesetzt, den Bekanntheitsgrad, Automatisierungsmöglichkeiten in der Werkzeugmaschinenwelt deutlich zu steigern. Wir wollen erreichen, dass die Endkunden, die heute Werkzeugmaschinen einsetzen und auch kaufen, verstehen, dass Automatisierung nicht mehr so komplex und so teuer ist wie vor 10 Jahren noch. Welche Erwartungen haben Sie an das wirtschaftliche Umfeld im zweiten Halbjahr 2013? Wir sehen das zweite Halbjahr 2013 positiv, stabil. Wir sehen in unterschiedlichen Regionen Trends des Wachstums. Es gibt natürlich auch Krisenregionen. Kumuliert sehen wir aber doch einen positiven Trend. Und es gibt durchaus auch Industrien außerhalb des Automobilbereichs, die Wachstum zeigen und auf Wachstumskurs stehen. Welche Trends sehen Sie in der Produktionstechnik? In Bezug auf Produktionstrends ist es wichtig zu verstehen, dass es um vereinfachte Bedienung geht. Das ist das A und O. Wir bieten mit unserem Produkt MX Automation da auch entscheidende Impulse für diesen Markt, dass die komplexe Robotersteuerung ein Stück weit in den Hintergrund steht und die bekannten Tools des Werkzeugmaschinenmarkts im Vordergrund stehen, aber den Roboter jetzt intelligent mit einbinden und es somit dem Anwender bedienerfreundlich gestalten. Was bedeutet für Sie das diesjährige Motto der EMO Intelligence in Production? Intelligenz in der Produktion, darunter verstehen wir vereinfachte Bedienkonzepte und vereinfachte Integrationskonzepte, Robotertechnologie in bestehende Anlagen oder auch in Neuanlagen in den Werkzeugmaschinenmarkt. Welche Produkte und Lösungen bieten Sie dazu? Wir werden unser Produkt MX Automation zeigen. Das ist ein wesentlicher Schritt, die Robotik vereinfacht in diese Welt zu implementieren und der Werkzeugmaschinenwelt mit ihrer eigenen bekannten Sprache die Robotik zu vereinfachen. Die EMO Hannover vom 16. bis 21. September 2013.